Herzlich willkommen. Ich glaube, wir stellen uns mal ganz schnell vor. Mein Name ist Christian. Ich mache einen Podcast schon seit ungefähr 3 Jahren, das Feierabend Bier Open Education. Und 2 andere seit einem guten Jahr. Ich glaube, auf beide bezogen haben wir auch gleich ein paar Beispiele mitgebracht zu den Fuck-Ups. Du vielleicht schon? Nächster Fuck-Up. Programm. Ich habe kein Licht. Ich bin Oliver. Ich bin 50% von einem Podcast namens Bildung alt entfernen, auch seit einem Jahr. Und auch, ich weiß nicht, Anja ist noch da. Ja, hallo Anja. Anja ist die zweite Hälfte. Ja, wir haben auch Fuck-Ups mitgebracht. Hier ist die Batterie leer, deswegen tauschen wir mal schnell. Was wir vielleicht ganz kurz, um das zu rahmen, was wir uns überlegt haben, ist, wir würden jetzt gerne 1, 2, 3 Fuck-Ups vorstellen, die uns so passiert sind. Wir würden das aber gerne auch verbinden mit der Idee, dass wir die Fuck-Ups auch nutzen wollen, um in irgendeiner Art und Weise was zu lernen und das dann sozusagen auch in die Gruppe geben, um mit euch gemeinsam zu überlegen, was ist uns denn schon mal alles passiert, was können wir daraus lernen und was liegt vielleicht auch als Problematik dahinter. Also nicht nur das eigentliche Problem zu beschreiben, sondern das auch in irgendeiner Art und Weise, wie soll ich sagen, zu analysieren. Dafür ist vielleicht wichtig zu wissen, ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich von Format zu Format, aber ihr merkt das, wir sprechen in Mikros, da ist eine Kamera. Wer auch immer was in diesem Raum sagt und in ein Mikro spricht, zeichnet damit natürlich auch auf, was er oder ihr letztendlich passiert ist. Will sagen, achtet vielleicht darauf, wenn eure Fuck-Ups, die ihr beschreibt, auch andere Personen involvieren, dass ihr das versucht irgendwie zu pseudonymisieren oder zu anonymisieren. Wir haben das auch versucht zu tun und wir haben auch, um es so ein Stück weit auch euch zu ermöglichen, euch auch anonym einen Fuck-Up zu beschreiben, unter diesem Link kurzelinks.de/fuck-ups ein Etherpad verlinkt, in dem ihr auch anonymer als im Sendegate vielleicht übrig eure Fuck-Ups beschreiben könnt. Ich zeige das vielleicht auch mal kurz, weil da sieht man dann auch, wie wir uns das von der Struktur her überlegt haben. Naja, man sieht es eigentlich nicht so gut, ne? Sekunde. Ich habe hier eine Vorlage reingehauen. Die könnt ihr euch gerne kopieren und das auch gerne aufrufen. Wie gesagt, unter dem Link kurzelinks.de/fuck-ups. Das gilt übrigens auch für die 2 Menschen, die im Stream zugucken. Versucht euch vielleicht daran zu orientieren, ergänzt und hackt das aber auch gerne, wie ihr möchtet. So. Ich mache vielleicht noch eine Ergänzung. Wir hatten uns auch gedacht, dass wir das, also warum wir das auch schriftlich machen, warum es den Stream gibt. Das Schöne ist, dass wir es ja auch dokumentieren. Also das heißt, wenn wir jetzt irgendwo in der Welt da draußen Leute haben, die überlegen, ich würde ja gerne einen Podcast machen, aber was ist denn, wenn da was schief geht? Wir wollten einfach zeigen, hey, das ist ganz normal, macht euch keinen Kopf. Genau, ich glaube, jede gute Podcast-Episode hat mindestens einen Fuck-Up, zumindest nach meiner Erfahrung. Wir haben auch ganz kurz, um das mal so ein Stück weit zu öffnen und es nicht nur in technologische oder Technik-Fuck-Ups abdriften zu lassen. Ne? Also so, dass irgendwie, wir haben es ja auch in der Beschreibung geschrieben, es passiert jedem mal irgendwie Mikro vergessen, Batterien leer, Präsentation läuft nicht oder irgendwie so das Technologische. Aber nach unserer Erfahrung ist es auch so, dass Fuck-Ups irgendwie auch andere Dimensionen haben können. Also das eine ist sozusagen das Technische, ne? Vergessen was einzustöpseln und man merkt es irgendwie 2 Tage später. Ich glaube, davon hatte ich tatsächlich auch schon 2, 3 Unterhaltungen im Laufe der letzten 48 Stunden. Das andere ist vielleicht aber auch irgendwie, wie soll ich sagen, das Soziale. Also, wie bereite ich sowas vor? Wie passt dann vielleicht auch die Abstimmung ganz konkret? Soziales in Anführungszeichen, alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Interaktion, mit Abstimmung zu tun hat, kann genauso gut irgendwie in die Kategorie Fuck-Ups passen. Das dritte ist Planung. Also, was kann ich vielleicht vorhersehen? Da ist viel Erfahrungswerte auch dabei. Und das sind wirklich nur Vorlagen. Wir wollen, wie gesagt, die 4 Kategorien, die wir mitgebracht haben, sind tatsächlich auch dazu da, in irgendeiner Art und Weise euch auch, wie soll ich sagen, so ein Framework zu geben. Und denkt nicht nur über Technologie nach. Und das vierte wäre dann aus meiner Sicht Dinge, die im Gespräch passieren. Also irgendwie ein Hänger bei einer Aufzeichnung. Man weiß nicht genau, ach Mensch, ich wollte eigentlich was fragen, jetzt ist es weg. Also so das klassische Blackout kann das sein. Vielleicht hat man irgendwo eine Anmerkung überhört und eigentlich möchte man nochmal zurückspulen und nochmal neu aufzeichnen, aber dann geht's ja nicht, weil vielleicht die Session vorher war live oder was auch immer es ist.
Wenn ihr wollt, wenn das für euch okay ist, würden wir mal 1, 2, 3 Fuck-Ups vorstellen, die uns so passiert sind. Und euch dann im nächsten Schritt bitten, mal zu schauen, was denn so eure Fuck-Ups sind. Dann dürft ihr die entweder gerne ins Mikro sprechen oder ihr hackt die ganz anonym ins Etherpad und wir lesen sie vor oder was auch immer dann der Modus wäre. Habe ich was vergessen? Nö. Cool. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Mach du mal. Ich fange an. Ich habe dem schön auch, diesem ersten Fuck-Up, den habe ich im Etherpad schon beschrieben und ich habe ihm auch einen Titel gegeben. Er heißt Das erste Mal. Anja, du kannst ja gleich ergänzen noch hinterher, wenn ich irgendwas vergessen sollte. Also unser erstes Mal hatten wir eigentlich, wir hatten das nullte Mal hat super geklappt. Das war nur so, wir beschreiben mal kurz, was wir vorhaben im Podcast. Und dann kam halt die erste richtige Aufzeichnung. Wir haben natürlich alles gemacht, was man vorher machen kann. Wir haben uns teures Equipment gekauft. Wir haben uns den Lautsprecher angehört. Das ist ein Podcast von Tim Pritlove, wo er mal beschrieben hat, was man beim Podcasting alles beachten kann. Und wir haben natürlich alles gemacht. Ne? Wir haben remote aufgezeichnet, das heißt, wir waren nicht am selben Ort. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen es richtig. Wir nehmen jeder lokal auf und wir haben CleanFeed benutzt. Das ist ein Dienst, da kann man sich halt online zusammenschalten. Haben uns auch angeguckt mal und ja, läuft. Ich habe dann natürlich, wie man das dann macht als ITler, ja, man kann einen Kompressor einrichten, mache ich mal, Noise Gate und so weiter und so fort, alles super. Und dann haben wir aufgezeichnet. Das erste Mal und am Ende festgestellt, okay, meine Aufnahme klingt irgendwie ziemlich scheiße. Wahrscheinlich, weil der Kompressor nicht richtig eingestellt war und das neues Geld auch zu viel gemacht hat oder was auch immer. Da haben wir gedacht, ja gut, wir haben ja diese CleanFeed-Aufzeichnung und was CleanFeed aber macht, wenn wohl die Verbindung mal kurz weg ist, dann bietet es die Option an, ja jetzt speichere mal die Datei. Habe ich dann natürlich nicht gemacht. Und kam Pop-up, wir hatten also die zweite Hälfte von unserem Podcast in CleanFeed, unser Backup, das für uns natürlich unsere Fallback-Lösung, die wir schon hatten. Meine Aufnahme war nicht zu gebrauchen und unsere ganz erste Episode war für den Orkus, was haben wir gemacht? Wir haben es einfach nochmal aufgezeichnet. 2 Stunden. 2 Stunden, richtig. Dann toppe ich das vielleicht noch ab mit einer, ich glaube, Kategorie Soziales, vielleicht auch Planung. Ich habe im letzten Jahr angefangen, für 1, 2 Kunden Podcasts zu produzieren und hatte da einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, die auch, ein okayes Briefing bekommen hat, sozusagen, was sie erwartet, ein organisches Gespräch, 45 Minuten, wir reden über deine Domäne, dein Thema. Aber weil eben Teil des Konzepts des Podcasts ist, in dem Fall mal Menschen an ein Mikro zu holen, die sonst relativ selten in Mikros sprechen. Also nicht die Menschen, die du üblicherweise auf einer Bühne findest und im Scheinwerferlicht. Habe ich letztendlich, um so ein doppeltes Netz zu suggerieren, gesagt, pass auf, bevor das irgendwie veröffentlicht wird, ich schicke dir das fertig produzierte MP3 mit den Shownotes und du kannst noch einmal drüber gucken. Und wenn du irgendwo ein Nebensatz, der politisch in deiner Organisation überhaupt nicht funktioniert oder irgendwas, wo du das Gefühl hast, Mensch, das muss da raus, sonst fühle ich mich nicht wohl, dann sag mir das einfach und ich schneide diesen halben Satz irgendwie für dich raus, wenn es irgendwie auch wenn sich mir auch manchmal die Nackenhaare aufstellen, wenn ich sowas sage. Was dann passiert ist, die Person hat das MP3 bekommen, hat sich, soweit ich das beurteilen kann, entweder ein Wochenende genommen oder 2 Tage frei und hat wirklich in der schönsten Absicht sozusagen, mit dem besten Willen und nach bestem Wissen, mit der Audioschnittkapazität, die jeweilige Person so hatte, wirklich komplette Episode nochmal überarbeitet. Passagen neu eingesprochen, Antworten neu eingesprochen, passte teilweise nicht mehr zu der Frage, die ich gestellt habe. Meine Rückfrage daraufhin passte natürlich auch nicht mehr. Und hat mir das dann zugeschickt, wirklich auch mit so einer Art Erfolgsmeldung. Hier, Christian Geil, kannst du jetzt so veröffentlichen. Auch aufgezeichnet, also jenseits des Inhaltlichen, auch mit einem anderen Mikro in einem anderen Raum, nicht nachbearbeitet, nicht durch auf vorne, also so die ganzen, so der Workflow auch komplett natürlich kaputt, ne? Also ein MP3 genommen, auseinandergeschnitten, irgendwo was ein. Man hat es wirklich gehört, das eine klang wie in der Tropfsteinhöhle, das andere halt so das Standard-Setup. Und wirklich nach, und das ist sozusagen bei mir die so irgendwo zwischen Soziales und Planung, was ist also eigentlich passiert? Und das ist, um uns ein bisschen an der Struktur zu orientieren, die wir da haben.
Ich habe unterschätzt, wie viel mehr Briefing es noch braucht. Also das nehme ich auch tatsächlich, also wie soll ich sagen, 85% davon ist, glaube ich, schon meine Kappe. Weil ich habe schon irgendwie, ich dachte, ich hätte ein ordentliches Briefing gemacht. Ich dachte, ich hätte irgendwie vorbereitet, organisches Gespräch. Ich fange dich ab, wenn du im Gespräch abdriftest. Ne? Also was du so machst als Interviewer. Habe aber genau dieses Post-Ding, das Briefing, letztendlich nur mit so einem Nebensatz oder einem Satz, glaube ich, im Briefing beschrieben und dachte mir, okay, das ist eigentlich verständlich. Bin davon ausgegangen, da weiß jemand, wovon ich spreche, wenn ich sage, du hörst da rein und einen Nebensatz nehme ich dir gerne raus. Und er wollte mir dann wirklich auch nur Arbeit abnehmen, glaube ich, und hat dann, naja. Ende der Geschichte war dann, dass wir wirklich nach einigem Hin und Her überlegt haben, wie können wir damit jetzt umgehen, weil eins, zwei Passagen tatsächlich dabei waren, bei der die Person dann auch irgendwie Sorge hatte, sich innerhalb ihrer Organisation angreifbar zu machen, dass ich wirklich nochmal entgegen meines sonstigen Habitus dann eben auch ja, letztendlich geschnitten habe, auch nochmal eine Frage neu eingesprochen habe, um das irgendwie so anzugleichen und wir die dann sozusagen nochmal so eine halbe zweite Aufzeichnung gemacht haben, um die dann hinterher zusammenzubauen. Und das Zweite ist, und da suche ich heute nach, oder wie soll ich sagen, was also dahinter liegt, ist, was ich demnächst anders tue, gerade wenn ich Menschen habe, bei denen ich weiß, die sprechen zum ersten, zweiten, dritten Mal in ihrem Leben in ein Mikro, noch viel enger an die Hand nehmen, noch viel besser darauf vorbereiten und wirklich alles versuchen, aus der Sicht zu überlegen, was könnte hier schiefgehen und was kann ich irgendwie da jetzt anders machen und wie kann ich das irgendwie einfangen. Und das Zweite, das geht, glaube ich, schneller, das ist der Podcast, den ich so seit 3 Jahren schon mache. Da waren ein Haufen Fuck-Ups dabei. Also ich höre selten in die ersten 10, 15 Episoden rein und das klingt auch alles ganz fürchterlich. Aber einer meiner Lieblings-Fuck-Ups war da, dass ich tatsächlich irgendwo auf dem Weg vergessen habe, regelmäßig reinzuschauen, ob beide Spuren aufgezeichnet werden. Ich glaube, das ist uns allen wahrscheinlich schon mal passiert. Und es gab dann tatsächlich in so einem 2-2,5 Stunden Gespräch-Podcast, ich habe eben gehört, Ad-Hoc-Format ist der Titel dafür, nicht mehr Laber-Podcast, ist es so gewesen, dass ich dann sozusagen 10, 15 Minuten in diesem einfach ich nicht aufgezeichnet wurde. Und anstatt neu aufzuzeichnen, wie Anja und Oliver das gemacht haben, habe ich dann einfach noch eine Spur angelegt und praktisch rekapituliert und versucht habe zu rekapitulieren, was ich in diesen 10, 15 Minuten in den jeweiligen Gesprächspausen gesagt haben könnte, um diese Episode noch zu retten. Habe das dann irgendwie eingesprochen. Das fühlt sich sehr strange an. Probiert das mal aus. Um dann letztendlich wieder die Spuren zusammenzuwerfen. Und da habe ich tatsächlich auch, ich habe dann 1, 2, 3 Leute, die den Podcast öfter hören, gefragt, ob sie es gemerkt haben. Und es hat niemand gemerkt, also fuck up gerettet. Was ich seitdem anders mache, auch das, ne, was habe ich daraus gelernt? Ich schaue noch viel neurotischer immer rein, ob irgendwie auch wirklich überall was reinläuft, ob da überall ein Ausschlag ist, ob das wirklich so aussieht, wie es aussehen soll. Und das noch viel mehr als noch zu den anderen Zeiten oder zu den Zeiten davor. Was, glaube ich, auch irgendwie bei so einem 2,5-Stunden-Format irgendwie auch, wie soll ich sagen, nicht ganz einfach ist, sich daran zu erinnern, alle 2, 3 Minuten einmal mindestens reinzugucken. Ja, das, glaube ich, von uns als Beispiele. Jetzt liegt es an euch. Ich glaube, wir können das im Raum, glaube ich, ganz gut abstimmen. Du hast schon eine Meldung. Willst du auch einen Fuck-up teilen? Ja. Sehr gut. Ich habe gestern einen Anfängerfehler begangen, und zwar aufgenommen und dann so lokales Monitoring hört man sich ja durch das Gerät, also durch das Audio-Interface. Und irgendwann so, irgendwann ging also zum einen mein Rechner schlafen, ich glaube, aber der hat durchgehend aufgenommen. Und dann habe ich wieder angemacht und dann gesehen so, ich höre den einen sprechen, aber ich sehe keinen Ausschlag auf der Spur. Und dann geguckt so, ja, hatte Spur 2, aber nicht Mikrofon 2, sondern Mikrofon 6. auf dem Gerät und ja, zum Glück haben wir mit dem Zoom L12 aufgenommen, der ja glücklicherweise als einige wenigen Geräte nicht nur Audio-Interface sein kann, sondern auch gleichzeitig noch auf SD-Karte aufnehmen kann und kann jetzt glücklicherweise auf das Backup dieses Geräts zugreifen. Und was ich auch gelernt habe, der nimmt praktischerweise auch alle aktivierten Spuren auch auf, wenn die Fader runtergezogen sind. Das fand ich auch sehr interessant. Und anderes ähnliches Beispiel war beim Dave the Podcast in dem einen Jahr war zu Anfang meine Spur in Reaper, glaube ich, nicht aufgezogen und ich war dann nicht auf der Stream-Aufzeichnung drauf und auch nicht, beziehungsweise auch war zum einen die Aufnahme nicht gestartet zu Anfang noch
und meine Spur auch nicht drauf. Und dann habe ich Teile aus der Backup-Aufnahme, was bei YouTube reinlief, genommen und da aber auch nur den Ton, der keinen direkten Ton, sondern Ton, der über eine Bluetooth-Box ins iPhone reinging, sozusagen genommen. Und meinen Teil habe ich dann nochmal neu angesprochen, weil zum Glück habe ich mit Renke zusammen Loriot's Das Ei nachgespielt. Und dann musste ich einfach nur den Text nochmal neu einsprechen. Und das waren so, ja, schwierig. So sind so mehrere Sachen. Und das ist halt praktisch, wenn man also bei, noch bei Stühling so ein bisschen bei der Mac-Software Nicecast, über die wir früher so live gestreamt haben, da gab es immer eine Möglichkeit, dass der auch gleichzeitig die gestreamten Sachen auch im MP3-Backup geschrieben hat. Konnte man standardmäßig einfach aktivieren, wenn man das nicht, weil man rumspielt und nicht der Rechner nicht volllaufen soll, das nicht deaktiviert hat, dann hatte man immer noch so ein Backup mitlaufen. Und ja, ansonsten so auch im letzten Jahr passiert, wollte ich Auto-Ducking machen auf Musikspur und alles soweit zusammengeklickt in der Routing-Matrix und dann gemerkt so, irgendwie kommt das im Studio über die PA, kommt mit Verzögerung, irgendwas ist komisch. Und dann auch bei Studling gemerkt, irgendwas ist merkwürdig. Und da habe ich hingekommen, mit dem Autoducking, das klappt ja im Studling noch nicht mit mehreren Spuren. Und wenn man dann natürlich noch den Ton nochmal rausgibt auf extra PA oder was, dann funktioniert das mit dem Autoducking auch nicht, weil das ja dann zeitverzögert ausgespielt wird. Und das hat dann auch wieder sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, ach ja, da war ja was, funktioniert so nicht, muss ich wieder abschalten. Also es sind so viele Sachen inzwischen, die man auch als Anfänger, als schon länger benutzen oder als einer der Routing-Matrix ganz gut zurechtkommt, da hat man dann so Sachen, wo man so dann irgendwann nicht mehr dran denkt oder drüber stolpert. Also das kann halt immer mal passieren. Ne? Also das, was du beschrieben hattest, auch mit den, ja, alle Spuren laufen mit, so denkt man dann auch nicht immer dran. Machst du seitdem was anders? Also gerade so, wenn ich irgendein Prozess, hast du irgendwas, wie soll ich sagen, eine Checkliste, die du jetzt erweitert hast oder irgendwie sowas? Ja, also mit dem, wie gesagt, mit dem Autoducking für die Musik, das habe ich mir dann wieder ins Gehirn abgespeichert. Ja, okay, geht noch nicht, beziehungsweise dann nur mit etwas mehr Arbeit und Aufwand. Und ansonsten, ja, dann halt jetzt beim L12 dann, den ich nachher nochmal benutze für einen Podcast, dann ich will darauf achten, dass die Geräteaufnahme auch mitläuft. ja, und also ich sag mal, so Routing-Sachen sind ja dann demnächst abgedeckt durch die neue Funktion in Ultraschall 3.2, wo, also ich, weil die es nicht mitbekommen haben, ist Ultraschall 3.2 kommt mit einer Funktion, die die Routing-Matrix überwacht und guckt, welche Spuren hast du angelegt. Und dann das Audio-Routing automagisch, wie man so schön sagt, richtig biegt und auch aktiv bleibt und man nichts verstellen kann, nichts irgendwie anders klicken kann, das setzt das dann gleich wieder zurück. Das ist gleich eine Wortmeldung noch. Warte, Mikro kommt. Es ist so ein bisschen eine Mischung von dem, was du da auch hattest. Jetzt bin ich nicht im Bild, egal. Soziales und Technisches. Ich hatte auch ein Interview gemacht und einen Partner, die das auch nicht gewöhnt war. Und Podcast, den kennst du auch nicht. Und erstmal auch gedacht, ich habe viel erklärt und musste halt sehr viele Ängste, was es jetzt bedeutet, das ist im Internet und was bedeutet das. Und für mich halt auch so ein bisschen, ich habe so im Schnitt 50, 60 Downloads jetzt. Und das war so gefühlt die ganze Welt, aber wirklich jede einzelne Person sieht das dann und ich sie dann erstmal beruhigen musste, komm, das ist jetzt wirklich nicht und sag's doch einfach. Und am Ende habe ich halt auch nochmal hingeschickt und habe Korrekturwünsche gekriegt, die sich jetzt nicht nur auf
das, was sie eingesprochen hat, wo ich was rausschneiden sollte, sondern halt auch auf meine Shownotes, wo ich mir auch mal sehr viel Mühe mache und auch sehr viel, das ging um urbane Waldgärten und sie hat dann auch was über Eichhörnchen und Mäuse und ich habe den Wikipedia-Artikel zu Eichhörnchen. Lange Diskussion, warum das jetzt sein muss, das hat doch eigentlich nichts damit zu tun und ist es denn notwendig? Am Ende war es dann auch noch so, dass ich, nachdem ich es geschnitten habe, ich hatte den Artikel, war sehr sicher, das wird sie ja absegnen und hatte alles schon angelegt und war sozusagen im WordPress mit Podlove eigentlich so ready to publish, musste es dann doch nochmal ändern und dachte mir ganz geschickt, ach, ich nehme jetzt nur das Audio-File, habe jetzt rausgeschnitten, nochmal durch Auphonic hochgejagt, kann ja so publishen und wunderte mich dann, als es gepublished wurde, als es draußen war, dass es ohne Intro-Musik anfing. Habe aber das Audio-File nochmal angehört, da war die Intro-Musik dabei. Habe ich rausgefunden, ich habe dann beim, wenn man es einmal schon mal hochgeladen hat, erkennt er die Länge des Audiostücks. Und ich habe nochmal das Audiostück nochmal neu hochgeladen, was jetzt kürzer war und dadurch wurde was weggeschnitten. Also man muss dann noch einmal neu die Audiolänge im Podlove-Plugin nochmal auslesen lassen aus dem File. Also wer das mal macht, kleiner Pro-Tipp oder ja, Erfahrungstipp. Ja, genau, gebt einfach das Mikro weiter. Ja, Michael Greth, ich mache schon seit 14 Jahren meinen Podcast und habe, glaube ich, so jeden Mist mitgemacht, den man so mitdenken kann. Angefangen, also typische Sachen sind immer so fehlende Adapter, ausgehende Akkus. Im Studio kriegt man das mittlerweile ganz gut hin, obwohl man immer auch überrascht ist, dass dann tatsächlich auch irgendwas nicht passiert. Ich mache aber auch sehr viel On-Location, Live-Interviews auf Konferenzen, Veranstaltungen, wenn ich komme und suche mir dann eine Ecke. Da passiert dann immer so Dinge, wenn man sich das am Vortag dann ausgeguckt hat, wo gehst du denn hin, wo hast du ein bisschen Eckchen? Ich will nicht immer in so einen separaten Raum gehen, sondern bin gerne auch da, wo so ein bisschen Atmo im Hintergrund ist, dass man merkt, dass man on location ist. Hatte ich im letzten Jahr auf einer Konferenz, hatten sie mir eine schöne Ecke gemacht, auch für Video war das kombiniert, aber sah gut aus, alles aufgebaut. Stellt dann fest, naja, dieser Kühlschrank mit den Getränken hier, der brummt aber ganz schön. Dann haben sie mir den Kühlschrank weggestellt. Und am nächsten Tag, als ich dann praktisch dort anfangen wollte aufzuzeichnen, stellte sich heraus, dass das genau die Ecke war, wo der Geschirrwagen stand. Und das war dann der Weg, da wo es in die Küche ging. Das haben wir dann auch nochmal in den Griff gekriegt. Aber mit solchen Sachen muss man mal leben. Und das Zweite, was ich auch festgestellt habe, wenn man dann auch so ein bisschen in Livestreaming geht von On-Locations. Vor 2 Jahren war die letzte CeBIT. Da haben wir auch von der CeBIT direkt Podcast gemacht. Am Tag vor der CeBIT, abends alles ausprobiert, wunderbar, klappte alles super, auf WLAN, Kabel, tatsächlich alle WLANs rausgeschmissen, gesagt haben, wir brauchen nur Kabel. Am nächsten Morgen, es ging nichts mehr. Und keiner konnte das sagen, bis man dann rausgefunden hat, dass der Router in dem Aufbau in der Küche irgendwo unter Wasser stand. Das hat aber einen halben Tag gedauert, bis man es gefunden hatte, da war irgendwie ein Loch drin gewesen. Und insofern hatte ich aber dann, weil ich mir schon mal so gedacht habe, gesagt, okay, dann streamen wir nicht live, aber ich hatte mir eine Möglichkeit gemacht, dass ich das alles lokal aufzeichnen kann und habe das dann halt lokal aufgezeichnet und später gemacht. Also wichtig ist, dass man immer, egal wie, ist für mich immer wichtig, dass ich irgendwie einen Plan B habe, in dem ich was lokal aufzeichnen kann. Und sei es, dass ich im Zoom praktisch das aufzeichne und dann einfach über Audio weitergebe und das nochmal dann aufzeichne und dann irgendwo immer eine separate Aufzeichnung habe. Man kann nicht alles rausnehmen und eins, wie gesagt, wir haben gestern auch noch mal eine Diskussion gehabt, kann man nicht über Bluetooth Mikrofone verbinden und so, gerade wenn man, und je weniger drahtlos dabei ist, desto sicherer ist es. Gute Kabel nehmen und ansonsten, ja, macht Spaß. Vielleicht noch ganz kurz dazwischen. Ich fand das super, weil denkt auch dran, was ihr sozusagen anders macht, seit, wie soll ich sagen, dieses eine Incident passiert ist. Ne? Also so, versucht das auch, wie soll ich sagen, dann helfen wir vielleicht anderen, den Fehler zu vermeiden. Genau, habe ich auch gerade nicht gesagt, aber Anja kann das ja jetzt erzählen, wenn sie eh schon das Mikro hat. Ich überlege gerade, weil vieles kann man manchmal auch nicht draußen. So ein bisschen so, gibt es ja manchmal so kleine Pannen, wenn man nur denkt, ich schmeiße dem anderen einen Ball zu und der fängt schon. Ne? Ich teste das mal. Was sind die 3 Todfeinde des Informatikers? Nee, okay, ging genauso. Im Podcast war es genauso. Sonnenlicht, frische Luft und Frauen. Und es ging dann in dem Paper, was ich vorgestellt habe, darum, wie Frauen in Informatik im Studium besser, also wie Informatikstudium umgestellt werden konnte, damit da Frauen mehr abgehoben wurden und die Männer auch. Also Männer wurden auch besser. Das war so eigentlich ein ganz cooles Paper. Und ich fange mein Intro so an und Olli fängt an,
auch wenn der Code komisch dokumentiert ist, ich denke nicht. Das ist eine, also wenn man so Gesprächssituationen hat, wo man irgendwie gar nicht miteinander matcht, da weiß ich aber nicht, was man daraus lernen kann, außer immer wieder zu scheitern. Und dann vielleicht eine Sache, die jetzt gar nichts mit Ton zu tun hat, sondern was ganz anderes. Unser Podcast heißt Bildung alt entfernen. Und wir haben das so wie Steuerung alt entfernen mit Bildung alt entfernen, also ENF geschrieben. Und wir haben bestimmt die ersten 2 Monate stand in unserem Logo nicht ENF, sondern ENFT. Also wir hatten das F und das T vertauscht. Das hatte ich komplett verdrängt. Und ich meine, die ersten paar Male, ich meine, den 3 Zuhörern die man da hat, dem fällt das nicht auf. Aber irgendwann ist es aufgefallen. Und mir ist dann im Verlauf aufgefallen, dass ich auch öfter, wenn ich irgendwie den Hashtag schreibe oder so, also vielleicht liegt es an der Lage, wie die Tasten auf der Tastatur sind, ich drücke das F häufig zuerst als das T. Und mein Learning ist raus, dass ich genau da immer sehr, sehr nochmal hingucke, aber es ist einfach mal was noch abseits dieser ganzen Tonwelt ist. Also Podcast ist ja immer mehr als die Aufzeichnung noch. Jo. Es sind noch, Sekunde, ich spring kurz rein, weil die anonyme Beteiligung im Etherpad übersteigt unsere Erwartungen. Genau, mehr als eins sind 2. Ich würde die kurz vorlesen, damit das irgendwie auch gehört wird. Frage, erstens, was ist passiert? Ein Gesprächspartner, auch Podcaster, hat jede Frage mit 15-minütigen Monologen beantwortet und dabei meistens nicht mal annäherungsweise die Frage beantwortet. Frage, woran lag es? Antwort, Unerfahrenheit meinerseits, wann, wie und ob man Gesprächspartner unterbricht. Woran lag es wirklich? Und da ist sozusagen die Einschätzung der Person ein leicht introvertierter Host, der auf einen hyperextrovertierten Gast trifft. Was mache ich seitdem anders? Wenn die Richtung verloren wurde, wieder aktiver zum echten Thema leiten. Also da auch, ich verstehe das so, dass ich, wie soll ich sagen, auch ein bisschen breitbeiniger ins Interview stellen. Gegebenenfalls total falsche Abbieger wegschneiden. Willst du den nächsten? Genau, Nummer 2. Er hat auch eine schöne Überschrift, die heißt Eine Tasse Kaffee bitte. Und was ist passiert? Ich bin bei einer Interviewaufnahme so müde gewesen, dass ich dem Gespräch fast nicht folgen konnte. Woran lag es? Ich hatte zu wenig geschlafen. Passiert mir ein bisschen auch. Passiert ja auch jedem Mal. Woran lag es wirklich? Ich war zu schlecht und zu kurzfristig vorbereitet, weshalb ich kurz vorher zu aufgeregt war und natürlich bei Beginn der Aufnahme völlig erschöpft von der Aufregung. Was mache ich seitdem beim Podcasten anders? Bevor ich die Anfrage für ein Interview für den Podcast bevor ich die Anfrage für ein Interview für den Podcast raussende, lese ich mir was zum Thema an und schicke einen weitestgehend funktionierenden Leitfaden mit der Anfrage raus. Dann ist die Folge quasi auch schon vorbereitet. Selbst wenn ich aus Gründen, in Klammern, zu viel für die Arbeit zu tun und so weiter, vorher keine Vorbereitung mehr schaffe, steht der Inhalt des Podcasts. Ja, da geht's weiter. Wo ist das andere Mikro? Hallo. André heiße ich. Ich kann jetzt nicht mit so viel Podcast-Erfahrung glänzen, aber ich habe ein paar Jahre Erfahrung mit sowas da hinten, mit so Videostreaming-Gedöns, auch auf großen Konferenzen. Und da gibt es auch Fuck-Ups natürlich. Und ich denke mal, das lässt sich übertragen. Also ein Fuck-Up zum Beispiel ist, man baut Equipment auf für zigtausend Euro und am Ende funktioniert es nicht, weil ein kleiner BNC-Walzenadapter kaputt war, der irgendwie 20 Cent kostet. Also immer, wenn man jetzt mobil podcastet, ich glaube, wurde eben auch schon genannt, so eine Adapterkiste mitführen oder ein Täschchen mit Adaptern, mit Ersatzadaptern, mit Adapterkabeln meinetwegen oder irgendein wichtiges Kabel, was essentiell ist, was man nur einmal hat, ist eine tödliche Falle. Wenn das kaputt ist und das ganze Setup kaputt bricht, weil nur dieses eine Kabel, was man nur einmal dabei hat, kaputt ist, dann ist halt Mist. Also sowas halt immer redundant vorrätig haben in einer kleinen Tasche oder Kiste, das ist eine Lösung. Das andere Fuck-up ist, wir hatten sehr lange Zeit keine Checkliste oder wie man das im Flugzeug so kennt, ne, Checklisten, weil alle, die daran beteiligt waren, das schon ja, Erfahrung hatten und eigentlich wussten, wie es geht. Aber wenn man halt dann irgendwie müde wird oder im Tran ist, dann vergisst man halt doch mal irgendwie einen wichtigen Punkt auf einen Button zu drücken oder sonst irgendwas. Und dann ist die Aufnahme nicht gestartet, obwohl vorne die Konferenz schon anfängt oder sowas und die ersten 2 Minuten vom
Leiter irgendwas XY, ein wichtiger Mensch fehlt dann in der Übertragung, was halt nicht so gut ankommt. Deswegen Lösungen, Checklisten schreiben, auch wenn es einem total Banane vorkommt und stumpf, aber dann wirklich einfach Punkt für Punkt abgehen, bevor man wirklich nachher als letzten Punkt auf Rekord drückt, dass man sicher gehen kann, man hat alle wichtigen Punkte durchgegangen. So. Also das war. Weil du das gerade erwähnt hast mit dem 15 Minuten, das hatte ich auch bei einem der ersten Live-Interviews, wenn man jetzt nicht so ein Setup hat und so ein Interview macht mit jemandem. Am Anfang habe ich dann immer, damit der Ton gut ist, dem anderen das Mikrofon in die Hand gegeben. Tödlich. Wenn man das Mikrofon hat, hat man die Kontrolle über das Gespräch. Also das sollte man einfach so als kleiner Tipp aus der Praxis. Habe ich einmal, irgendwann hat mir das mir erzählt und seitdem laufen die Interviews auch viel besser. Ich hätte auch noch so einen allgemeinen Ratschlag. Mir ist es mal passiert, dass mit einem meiner Podcasts, die ich mobil aufgenommen habe mit dem iPhone, die Lautstärke, Einstellung oder das Gain am Zoom IQ 5 auf 10 eingestellt war und es sich die Folge angehört hat, als wenn wir ganz ins Mikro geschrien hätten. Also wenn ihr euch mal nicht sicher seid, so, ob das jetzt zu laut ist oder laut genug ist, lieber ein bisschen leiser einstellen, weil leise Aufnahme kriegt man immer noch irgendwie besser klingender, lauter, als eine laute Aufnahme leiser. Also das, wenn das die ganze Zeit so piekt und irgendwie so spratzelt, dann das klingt auch nicht schön. Und ja, genau das, was du gesagt hast, mit dem immer noch zusätzlich Hardware dabei haben, also das kein Backup, kein Mitleid bezieht sich dann nicht nur auf die Software-Seite, sondern halt wirklich auch auf die Hardware. Ne? Und dass man immer irgendwie so einen Gedanken hat, ja okay, wenn das mein Setup nicht klappt, dann habe ich hier noch irgendwie das dabei und dann geht das vielleicht noch, ja. Ich hatte auch schon ein paar Fuck-Ups. In der Regel sind sie aber alle relativ harmlos und recht nett. Ein paar davon aus dem Bereich Technik. Ah, Mikrofon nicht scharf gestellt, nachher festgestellt, hups, na gut, mit Übersprechen war nicht, weil das Ganze war auf einer Messe, viel Hintergrundgeräusche, tja, Podcast-Episode leider verloren, war aber bis jetzt nur eine von der Herr Klopfer-Volz. Eine andere konnten wir tatsächlich retten und das wäre auch super schade gewesen, wir hatten eine 2-Stunden-Konferenz mit jemand aus den USA, mit dem wir live einen Podcast im Endeffekt aufgenommen haben. Und danach stelle ich beim Schneiden, als ich die Spuren alle bekomme, fest, oh, nicht Spur 4 ist scharf geschalten, sondern Spur 2. Da war ein Erdungskabel dran, aber kein Mikrofon. Zum Glück bei diesen HMC-Lösungen und auch diesen Mikrofonen, die wir verwenden, hat es auch da gereicht, das Übersprechen auf die anderen Mikrofone, das ausreichend war, dass man ordentlich verstanden wurde. Natürlich nicht der beste Klang, auch ein andermal, als tatsächlich bei meinem Gesprächspartner irgendwann das Headset ausgefallen ist. Aber ich, keine Ahnung warum, ich hatte vor die mega Idee, eigentlich könnte ich doch, um die Atmo der drei Leute, Klammer auf, hahaha, mit aufzunehmen, hänge ich an meinen Zoom noch vorne diese Kapsel dran. Kostet ja nichts. Das hat mir wirklich den Hintern gerettet. Ich würde auch jedem empfehlen, der mit so einem Gerät aufnimmt, wo man einfach noch so ein Raummikro oder irgend so ein, ich steck's halt dran, Mikro dranhängen kann, einfach machen. Wenn irgendein anderes Mikro ausfällt, ein doofer Ton ist besser als gar keine. Ja, ein letztes noch zum Thema Soziales, was ich sehr nett fand. Wir haben so eine kleine Ratesendung, wo wir uns so mit ein paar Hinweisen gegenseitig Personen erraten lassen und die dauern nur so 10, 15 Minuten. Außer einer Folge, die fing ich an mit, also ich bin eine Person, ich bin geboren im Sultanat, es ist Freddie Mercury. Ja, danke, das war die Folge, auf Wiedersehen. Es war für mich im Nachhinein die lustigste Folge, die wir aufgenommen haben. Aber in dem Moment habe ich gedacht, ey, ich habe eine DIN-A4-Seite voll coole Fakten über die Person. Ja, tja, dann halt nicht. Wer mag? Wenn du das Mikro weitergibst, habe ich noch einen, wo du ein Ratespiel gesagt hast. Fiel mir noch was ein, vielleicht können wir das als Ratespiel machen. Ich hatte ja erzählt, ich habe mir ein Headset und so weiter gekauft und ein Mikro natürlich mit dran. Und ich bin, das habe ich nach Hamburg bekommen, wo ich erst gewohnt habe und habe als Ausbild alles super. Und dann war ich für ein Jahr in Norwegen und in Norwegen habe ich natürlich auch gepodcastet. Und in Norwegen hatte ich immer einen Brummen drauf, was jetzt nicht auf der Aufnahme drauf war, aber auf meinem Kopfhörer, was mich wuschig gemacht hat. Und ich glaube, es hat 2, 3 Episoden auch gedauert, bis ich drauf kam, woran es lag. Wer hat eine Vermutung, woran es lag? Strom? Was meinst du mit Strom? Ich hatte es nur auf dem Kopfhörer, nicht auf der Aufnahme. Kopfhörer war richtig eingesteckt, es ging ja alles, wir konnten ja podcasten.
nur eine Idee, sonst löse ich es auf. Stromversorgung über USB, nein, war alles gut. Tatsächlich ist es in Norwegen so, dass die Fußbodenheizung ist da ganz normal und die läuft über Strom, weil der Strom halt da sauber und günstig ist. Das heißt, überall im Fußboden sind Kabel verlegt, die da langlaufen. Und wenn natürlich Strom durchläuft und der auch noch alternierte Strom, dann hat man natürlich ein Magnetfeld und irgendwann hat man einfach einen Brummen auf dem Kopfhörer. Und als ich die Heizung, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast sogar gemacht habe, aber als wir das primär getestet haben, irgendwie kam ich drauf, Heizung aus und das Brummen war weg. So, wer hatte noch was? Hier, ich möchte was sprechen, was auch schon im Grunde erwähnt wurde. Ich glaube, bei euch war das, wir stellen uns vor, eine Episode geht, aus welchen technischen Gründen noch immer verloren. Und wir haben auch mal versucht, die quasi danach neu einzusprechen. Ich meine, das Format ist eine Mischung aus ad hoc und aber auch vorbereiten. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Also was dann passiert ist, man versucht immer, sich selbst entweder zu übertreffen von vorher oder sich selber nochmal einzusprechen, weil man sich an das erinnert, was da vorher gut geklappt hat. Und da würde ich sagen, die eine Sache, die wirklich hilft, wenn man sich es irgendwie leisten kann, Zeit. Weil wenn man das Gleiche einfach nicht am nächsten Tag, sondern vielleicht ein halbes Jahr später nochmal aufnimmt, dann ist die Diskussion auch tatsächlich viel besser, auch über dasselbe Thema, weil man eben schon das verarbeitet hat, was mal passiert ist. Und deswegen, wenn es kein super brandaktuelles Thema ist, ist das der heiße Tipp, nicht einfach die Vorbereitung wegzuschmeißen. Und der zweite kleine Hinweis, den ich auch lernen musste, versucht niemals einen Umlaut in eurer URL zu haben. Also es hören immer Leute das auf dem Nintendo DS oder so, wo das überhaupt nicht klappt. Sehr gut, hier vorne. Ich sprinte mal mit dem Mikro, glaube ich. Ja, hi. Ich habe zwei Sachen zum Zoom H4. Das eine ist, dass das Zoom H4, wenn man auf Aufnahme drückt, noch nicht aufnimmt, sondern erst, wenn man nochmal drückt. Da bin ich am Anfang ein paar Mal ziemlich übel mit auf die Schnauze gefallen. Irgendwann hatte ich so eine maximale Paranoia entwickelt, dass das ein Automatismus wurde. Das hat mich dann irgendwann beim Umstieg auf das Zoom H6 nochmal wieder eingeholt. Aber das andere mit dem Zoom H4 ist die Eigenschaft, dass wenn der Akku leer ist und man das nicht mitkriegt, die Aufnahme nicht auf der Karte sichtbar ist. Da muss man mal nach googeln, da gibt es dann so Datenrettungstools. Aber ich war mal beim Außeneinsatz beim Flugplatz. Ich hatte verschiedene O-Töne gesammelt von der startenden kleinen Rakete und verschiedene Sachen. Es gab aber ein zentrales Interview mit einem Projektleiter da, mit einem der Verantwortlichen. Und ohne dieses Interview wäre alles andere Mist gewesen. Da waren alle Erklärungen drin, worum geht's hier und so weiter. Naja, und ich gucke irgendwann auf das H4 und sehe so, der Akku ist bald leer. Ich hatte ja davon schon mal gehört. Ich gehe an den Kofferraum von meinem Auto auf diesem Flugplatz. Zack, hinten die Akkus raus. Ich habe es nicht ausgemacht. Und damit habe ich genau diesen Zustand selber hervorgerufen. Ich habe dann 2-3 Abende mit Datenrettungstools gebraucht, um diese Datei zu kriegen. Ich habe sie tatsächlich noch gekriegt, aber was habe ich gelernt? Vorher gucken ist das Ding aus. Das war wirklich, da habe ich wirklich Muffensausen gehabt. Vielleicht nochmal gerade zur Datenrettung, weil das fällt mir ein. Wir machen schöne Ecken und da haben wir oft das Problem, dass wir halt mit mobilen Geräten aufnehmen müssen. Das heißt, wir zeichnen immer direkt auf SD-Karten auf. Und was ich durch meinen Kollegen Cornelis gelernt habe, ist, man sollte niemals in MP3 oder irgendeinem komprimierten Format direkt aufnehmen, auch wenn das sehr reizvoll ist, weil man spart unglaublich viel Platz. Niemals tun, immer in linear PCM aufnehmen, also Wave. Das ist eine super Idee, weil man kann nachher, selbst wenn irgendwas verschütt gegangen ist oder irgendwie scheinbar nicht auf der Karte drauf ist, kann man die ganze Karte exportieren als ISO oder halt Image der Karte und das als RAW Wave in ein Audioprogramm importieren und kann sich dann noch da die Schnipsel rausziehen. Ganz wichtiger Tipp allerdings, wenn man so Ansteckgeräte benutzt, die die Funktion haben, so in zwei verschiedenen Lautstärken aufzunehmen, manche Geräte haben das, die haben die Eigenart, dass sie diese kleinen Abschnitte nebeneinander schreiben. Das heißt, man hat dann immer so, hallo, hallo, ich, bin, Sven, Sven. Das bringt gar nichts. Deswegen im Zweifelsfall lieber richtig einpegeln. Dann hat man hinterher weniger Schnittarbeit, wenn man mal was aus diesen Rohdaten retten muss. Das vielleicht als Hinweis. Vielen Dank. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Es gibt noch tatsächlich auch weiterhin rege Beteiligung im Etherpad. Inzwischen ist unsere Erwartung um 2 Beiträge übertroffen worden. Ich würde das an der Stelle, glaube ich, abbinden. Das Etherpad bleibt online, solange es Wikimedia gibt.
die, also schreibt da wirklich gerne rein, ist im Sendegate auch nochmal verlinkt. Ich fand das, als wir die Session angeboten haben, uns das überlegt haben, total wichtig, weil als ich vor 3 Jahren angefangen habe, hätte ich mir gewünscht, dass mehr derjenigen, die irgendwie Podcasts machen, die gut klingen, darüber sprechen, wie scheiße es halt auch manchmal ist und wie sehr man irgendwie Dinge auch verbocken kann und sich das einfach irgendwie angucken zu können. Und schließen wollen wir, glaube ich, mit einem Witz, der uns vorhin erst eingefallen ist. Da muss ich einmal zurückgehen. Uns ist erst heute Morgen aufgefallen, dass wir da die Hindenburg zeigen. Eigentlich no pun intended, aber gerade vielleicht in Bezug auf Ralf Stockmanns Vortrag war das vielleicht auch nochmal irgendwie ein kein Fuck-up, aber eine interessante Art und Weise, irgendwie so einen Vortrag irgendwie zu beginnen. Also auch das, es war irgendwie inzidentiell. Vielen Dank euch fürs Mitmachen, weiterhin gerne rege Beteiligung und viel Spaß noch bei der Subscribe.